Ja, letztes Jahr stand ich hier und seitdem hat sich wirklich ein bisschen was bewegt. Wir haben die Mothers gegründet, die Nuclearia ist weitergekommen. Wir waren mit den Mothers in der Welt. Wir werden nächsten Donnerstag, wird eine von uns bei Kontraste im ZDF sein. Das ist für ein großer Schritt, finde ich, für Kernkraftbefürworter, dass man es in die öffentlich-rechtlichen Medien reinschafft. Der SWR ist heute da. Das finde ich auch ganz toll. Letztes Jahr hatten wir, glaube ich, Russia Today hier. Heute haben wir den SWR. Also, es kann keiner sagen, dass Deutschland sich nicht bewegt. Und das finde ich ganz toll. Aber was will ich heute eigentlich sagen? Ich will über eine Zahl sprechen. Das ist die 160. Und meine Rede schließt auch ein bisschen an die vorhergehende an, nämlich an das Schlagwort Listen to the Science. Und das ist ja ein sehr, sehr gern bemühtes Schlagwort. Und man kann sich dann immer fragen, wenn man die Wissenschaft bemüht, ja, wen sucht man denn dann eigentlich? Wen möchte man ansprechen? Als Normalbürger, als Journalist, wenn man irgendwas wissen will zu einem Gebiet, bei dem man sich nicht auskennt, dann sucht man einen möglichst renommierten Journalisten. Das ist auch mir passiert, als ich mich für Tschernobyl interessiert habe und habe im Dunstkreis der Nuklearia die Professorin Jerry Thomas gefunden. Für die, die die Frau nicht kennen, ganz kurz, ich lese es ab. Sie ist Krebsforscherin am Imperial College in London. Sie erforscht seit 30 Jahren die gesundheitlichen Auswirkungen des Tschernobyl-Unfalls. Und sie ist Direktorin eines Forschungsprojekts, das auch so heißt, das ist die Tschernobyl Tissue Bank. Also diese Frau macht nichts anderes seit 30 Jahren, als zu gucken, was hat Tschernobyl eigentlich für Folgen gehabt. Sie hat auch mitgearbeitet an den offiziellen Veröffentlichungen von UN und der Internationalen Atomenergiebehörde zu Tschernobyl und zu Fukushima. Sie hat 2019 auch einen Orden bekommen, den Order of the British Empire, für ihre Verdienste um die Wissenschaft. Man kann also sagen, dass diese Frau wirklich eine der ganz großen Autoritäten ist zum Thema Krebs und Zellveränderungen durch Strahlung. Und diese Frau habe ich aufgetan und sie interviewt und sie gefragt, was hat denn Tschernobyl eigentlich jetzt, wie viele Leute sind denn da jetzt gestorben? Und sie sagte eine Zahl, die eingangs erwähnten 160. Und ich war natürlich völlig ungläubig und habe auch gefragt, ja, aber was ist denn darüber hinaus? Das kann doch nicht alles sein. Und sie sagte, ja, natürlich. Es gab unter den Aufräumarbeitern noch eine zweistellige Anzahl an Menschen, die völlig unverantwortlicherweise ohne Schutzausrüstung die Brände gelöscht haben. Eine zweistellige Anzahl von diesen Arbeitern ist auch gestorben. Aber an Krebsfolgen, an Menschen, die um das Kraftwerk herum in der Ukraine, in Weißrussland, sonst irgendwo gelebt haben, sind nach unseren Hochrechnungen 160 Menschen gestorben oder werden noch sterben. Und ich habe auch noch mal weitergefragt, was ist denn ja mit Zellveränderungen, mit Genveränderungen? Sie meinte, nein, das konnten wir nicht bestätigen. Wir konnten keine Zellveränderungen bestätigen und wir haben auch keinen Anstieg irgendwelcher anderen Krebsarten gesehen. Und sie hat mir das medizinisch auch erklärt. Das hängt damit zusammen, was freigesetzt wurde. Das war eben Cäsium und Jod und das macht Schilddrüsenkrebs und sonst eben nichts. So. Und dieses Interview, was ich dann mit ihr geführt habe, das hat mich wirklich sehr erhellt. Es war bezeichnend, dass es niemand drucken wollte, außer die Nuklearier, immerhin. Naja, aber warum bestehe ich auf diese Zahl 100? Warum bestehe ich auf diese Zahl 160? Ich finde diese Zahl sehr wichtig. Gerade auch, weil sie offenbar niemand so leicht drucken will. Man glaubt diese Zahl einfach nicht. Ich finde diese Zahl ganz wichtig, weil sie unsere Köpfe dekontaminieren kann. Alles, was wir glauben, was wir seit 30 Jahren hören, ist, dass Tschernobyl der größtmögliche Unfall in der Geschichte der Menschheit war. Seit die Menschen Technik nutzen, sei Tschernobyl der schlimmste denkbare Unfall gewesen. Vielleicht sogar eine Art Sündenfall, eine Rache an der Menschheit, die sich angemaßt hat, diese Technik beherrschen zu wollen. Es ist tatsächlich irgendwie religiös aufgeladen, scheint es zu sein. Die Zahl 160 zeigt aber, dass Tschernobyl all das eigentlich nicht ist. 160, das ist ein schwerwiegender Industrieunfall, ja. Aber ich habe 30 Jahre meines Lebens geglaubt, dass Kernkraft eines der größten Übel der Menschheit ist. Wahrscheinlich haben das mehrere Leute geglaubt. Ich hatte viel Angst. Ich habe die Wolke gelesen, ich habe geweint, ich hatte Angst, wenn ich an Kraftwerken vorbeigefahren bin. Na gut, heute habe ich die Wissenschaft befragt und ich sehe, dass selbst diese 160 Toten
möglicherweise vermeidbar gewesen wären, wenn die russische Regierung verantwortlich gehandelt hätte. Wenn sie die Bevölkerung angewiesen hätte, in geschlossenen Räumen zu bleiben, nichts aus dem Garten zu essen, Jodtabletten zu nehmen, schnell den unmittelbaren Radius evakuiert hätte, hätte es sehr viel weniger Tote oder vielleicht sogar gar keine gegeben. Mit wissenschaftlichem Blick ist der größte Unfall, der vermeintlich größte Unfall der technisierten Menschheit, der schrumpft auf seine reale Größe. Ein schwerer Industrieunfall, der bei adäquater Reaktion möglicherweise keine Opfer gefordert hätte. Ja, es sind viele Menschen gestorben, das ist schlimm. Aber was wir unbedingt machen müssen, ist die Habenseite zu sehen. Was hat die Kernkraft uns gebracht? Was haben wir bekommen? Und auch da kann man die Wissenschaft anschauen. Wissenschaftlich betrachtet ist die Kernkraft eine Energiequelle, die so emissionsarm ist wie Windkraft. Die Zahlen kann man sehr leicht googeln, die sind zu finden. Sie ist so konzentriert wie keine andere. Und deshalb erhält sie dann die Natur wie keine andere Energiequelle. Die Kernkraft kann uns Tag und Nacht, im Sommer und im Winter, immer zuverlässig und bedarfsgerecht versorgen. Und deshalb kann sie unseren Wohlstand erhalten. Und ich vermute, es geht auch nur so. Und gemäß der Wissenschaft ist Kernkraft eine der sichersten Energiequellen überhaupt, vergleichbar sogar mit Sonne und Wind. Das alles ist Kernkraft. Und deshalb will ich, dass jeder die Zahl 160 kennt. Und noch besser, die Zahl 0 für 0 Strahlungsopfer in Fukushima, aber das ist eine andere Geschichte. Ich will, dass jeder die Zahl 160 kennt, damit wir anfangen, neu über Kernkraft nachzudenken, rational nachzudenken. Und wenn immer mehr Menschen das tun, dann sehen auch immer mehr Menschen, was Kernkraft wirklich ist. Unsere beste Chance für die Natur und für unsere Kinder. Dankeschön.